So, dann schaue ich zwar momentan noch etwas auf Licht hier rein, aber das ist ja bei so einer Veranstaltung an einem Samstag im Juli bei den Temperaturen auch immer so eine Frage. Wer wird denn festlegen können, wie viele tausend andere Feste und Aktivitäten parallel sind? Wer hat vorher ich glaube jetzt sind es 3 Monate, wie man den Termin festgelegt hat, sagen können, wie das Wetter heute wird. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Wir haben auf jeden Fall gutes Wetter. Das können wir schon mal nicht als Grund ranziehen, dass irgendwas nicht klappt. Wir haben so weit vorbereitet, was geht. Wir freuen uns, dass zumindest einige jetzt schon da sind. Wir haben ja ein Programm von jetzt bis heute um 16.30 Uhr durchgehend, immer wieder andere Aktivitäten. Von daher erstmal herzlichen Dank, dass Sie hier schon da seid. Ich darf mich kurz vorstellen, für die wenigen, die mich nicht kennen, ich glaube, sind es überhaupt schon Leute da, die mich nicht kennen, egal. Robert Kästner mein Name, ich bin der Geschäftsführer von der Fränkischen Verlagsanstalt und die wiederum ist die Firma, der dieses Haus gehört, die die Sanierung vom 1. bis zum 6. Stock, die wir bis jetzt gemacht haben, zu verantworten hat und die auch hier dieses Karl-Brügger-Zentrum betreibt und versucht, dieses Haus, das ja jetzt schon einige Jahre alt ist, 1930 gebaut, immer wieder an die Zeit anzupassen, die aktuell ist und auch an die technischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Wir haben über Jahre angespart, dass man dieses große Haus auch wieder sanieren kann. Ich habe heute noch mal ein paar Bilder, wie es denn vorher aussah, so als Einstimmung für diejenigen, die es vorher noch nicht kannten. Also das war einer der Gänge. Das sind ein bisschen aufgeräumte Bilder. Also es hat auch schon Zeiten gegeben, da war es nicht ganz so. Sanitäranlagen, also auch nicht aus dem Zeitpunkt, den wir sagen würden, das ist heute Stand der Dinge. Wenn man das Bild anschaut, ist auch ganz klar, Barrierefreiheit an der Sanitäranlage überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist auch einer der Punkte, die wir im Haus versucht haben, bei der Sanierung gut umzusetzen. Wird heute Nachmittag um 14 Uhr auch noch unsere Facharchitektin, die uns Barrierefreiheit nochmal ganz deutlich in den Hirn gebracht hat und auch nochmal ganz klar gesagt hat, Barrierefreiheit ist nichts, was man jetzt für den einen Rollstuhlfahrer macht, sondern eigentlich ist Barrierefreiheit was wir für uns machen. Weil alles, was keine Barriere hat, ist für jeden gut. Und ich kann gerade aktuell aus der Erfahrung nach meinem Achillessehnenabriss sagen, es war sehr, sehr angenehm. Es war teilweise angenehmer, hier im Haus was zu machen, als bei mir zu Hause. Auch wenn ich dort schon versucht habe, ziemlich viel Barrierefreiheit zu erreichen. Ja, da ist auch nochmal ein Büroraum da schon ausgeräumt. Da waren schon die Schreibtische draußen. Jetzt nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, aber auch nicht ein aktueller Stand, den wir hatten. Danach, dieses wunderbare Schild am Haupteingang, kennen auch sicherlich viele, die im Haus regelmäßig verkehren, noch Baustelle. Wir haben versucht, in 2 Jahren durchzukommen, haben das nicht ganz geschafft, aber wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, wir hatten Corona, wir hatten verschiedenste Probleme mit Firmen, die dann einfach nicht mehr arbeiten konnten, weil nicht genug Mitarbeiter da waren. Wir hatten dann auch so zeitliche Probleme für Putzarbeiten, die viel größer wurden, die viel später angefangen haben, mit dem Ergebnis, wir wollten eigentlich vor dem Winter mit den Verputzarbeiten fertig sein. Ergebnis war nicht zu machen. Die Nachbarn sind ja auch welche da, wenn sie es dann auch mitgekriegt haben, dann standen da hinten so große Maschinen, Bautrocknungsgeräte, die die Temperatur im Haus zumindest so weit weitergebracht haben, dass der Putz getrocknet ist. Alles in allem können wir auf jeden Fall sagen, wir haben eigentlich doch was Tolles geschafft, nämlich unter den Voraussetzungen weitgehend im Finanzplan, also nicht weitgehend, sondern im Finanzplan und weitgehend im Zeitplan zu bleiben. Und wenn ich mir so andere Bauprojekte, die in der Zeit laufen sind, anschaue, da sind einige vollständig eingestellt worden, ziemlich abgeschmiert, wesentlich teurer waren, dann können wir durchaus stolz sein auf das, was wir gemacht haben. Und da weiß ich gerade hinaus, möchte ich mich gleich bei 2 Leuten bedanken, bei meinem Wirrer von unserem Ingenieurbüro, der die ganzen technischen Planungen mit organisiert hat, und bei Herrn Steigenich, der wahrscheinlich seit ein paar Wochen wieder angenehmer drauf ist, wenn er meine Telefonnummer sieht, weil er nicht jedes Mal irgendwas mit einem Chaosanruf zu tun hat. Herr Steigenich vom Architekturbüro Gerbach, der die ganzen Architekturplanungsschichten mit uns gemacht hat.
erinnern lassen will, wir haben uns nämlich eine kleine Dienst geleistet während der Bauzeit. Hier steht die historische Druckzahl der Fränkischen Tagespost. Für die ist 1908 dieses Gebäude errichtet worden. Damals das höchste Gebäude, ein Aushängeschild, modern, großzügig und fünf gebaut. 1933 wurde es von den Nationalsozialisten uns enteignet und 1945 wieder zurückgegeben. Danach waren ganz unterschiedliche Nutzungen da. Es wurde versucht, die Tageszeitung zu bauen, Justiz, Arbeiterwohlfahrt, Soziokratie, diverse Händler, alles Mögliche ist in dem Haus geblieben. 1993 endete diese Episode und auch das Erdgeschoss wurde überhaupt in ein Tagungszentrum, das jetzige Karl-Bürger-Zentrum, mit dem großen, so wie jetzt hier steht. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten für die Büroetagen bis 6 des Hauses. Dabei wollen wir ganz im Sinne der Bilanz Menschen gute Bedingungen schaffen, damit sie die Zukunft gestalten und Gutes tun. Barrierefreiheit und historische Sicherung des Baudenkmals sind uns ganz wichtig. Wir wollen ein zukunftsfähiges Haus für alle schaffen. Ob groß, Kind, mit oder ohne Behinderung, jeder soll sich im Haus zurechtfinden, die Hilfe bekommen, die er sich erhofft. Wenn im Mai 2022 das Haus endlich fertig ist, beziehungsweise die Sanierung abgeschlossen ist, geht weiter. Und der Traum ist, dass wir 2030, hundertjährige Jubiläum, endlich sagen können, das neue Haus der Arbeiter und Kampf für 10 genutzt werden.